Nun, man hat Kunst gemacht und versucht es auch weiter. Und dann lese ich in der Zeitung, Kulturetats werden gekürzt, weil die Städte verarmt sind, man hat kein Geld. Und dieser Sparwille, der notwendig ist, um wieder auf eine existenzielle, wunderbare Weise sich zu gesunden, als Staat, Gesellschaft, was auch immer, und an Kultur kann man sparen. Ich glaube, wenn man das so definiert, ist innerlich etwas nicht ganz richtig. Ich habe ein Buch gelesen, in dem sich Christoph Schlingensief äußert und er sagte unter anderem, ich meine, dieses Land ist doch gar nicht interessiert an Kultur. Es ist ein hochkulturelles Land, klar. Aber ist es wirklich interessiert an Kultur? Kultur ist doch auch Erfahrung zu machen, etwas entdecken zu wollen. Und das können wir hier nicht. Also er war auf seine Weise mit der Gesellschaft, in der er lebte, nicht ganz einverstanden, weil er sich in ihr nicht zurechtfand. Aber das ist zwar ein Problem eines Künstlers, aber es ist nur bedingt ein Problem der Kunst und Kultur. Die gesellschaftliche Wirklichkeit gibt Impulse. Sie für sich zu ordnen, um Entscheidungen ihr zu treffen, ist ein Prozess. Und da fand ich zum Beispiel auch ein Zitat bei Brecht, welches ich sehr interessant fand. Also 1935 erklärte er auf einem Schriftstellerkongress, erbarmen wir uns der Kultur, aber erbarmen wir uns zuerst der Menschen. Ich glaube, hier kommen wir dem eigentlichen Problem näher. Kultur, Gesellschaft. Was ist das? Es ist ein Prozess, in dem Menschen, die kreativ tätig sind, teilhaben. Aber auch nur mit den Menschen, die ihn umgeben. Das scheint auch Beuys irgendwie verstanden zu haben. Und in einem Gespräch in Kassel hat er dann mal gesagt, das heißt einfach freier Demokratie und Sozialismus verwirklichen, den freien demokratischen Sozialismus. Und dazu benötigt man das Drei-Glieder-Modell als Entflechtung im großen Stil, dass der Bereich der Kultur, also alles das, was Geistesleben ist, selbst verwaltet wird, dass die Grundrechtsstruktur in ihren Grundprinzipien vom Volke allgemein gewählt wird und dass ebenfalls das Wirtschaftsleben autonom wird, aber sich halten muss an die demokratische Volksverfassung. Das ist auch wieder eine Konfrontationsideologie mit der Wirklichkeit, aber ohne eine für mich konzeptionelle Entwicklungsmöglichkeit. Die steckt in diesem Gedanken nicht drin, weil die Verwirklichung einer humanen Gesellschaft nur über Prozesse möglich sind, in denen auch die Machtfragen stehen. Und darum hat Brecht recht, wenn er auch seinen Schriftsteller und Kollegen einmal gesagt hat, wenn wir die Wahrheit sagen müssen, dann können wir die Frage des Eigentums nicht ausschalten. In diesem ganzen Prozess stehe ich auch als Künstler. Das macht mich einerseits gegenüber der Gesellschaft etwas unsicher, aber trotzdem bin ich sicher, dass ich als einer der Kultur macht, sich diesem Prozess stellen muss und dem Dialog. Und meine Fantasien, die ich aus dem Erleben meiner Wirklichkeit herausziehe, versuche ich Gestalt zu geben
eine Interpretation zu unterlegen und gleichzeitig an einem Prozess der Veränderung mitzuwirken bei mir selbst, aber nicht durch mich soll die Gesellschaft verändert werden, sondern durch uns. Und das hat eigentlich, wenn wir über Kulturpolitik sprechen, folgende Bedeutung. Nicht die großen Events machen Kultur aus, sondern wie weit die Menschen bereit sind, ihre Fantasie zu mobilisieren, ihre Fantasien einzubringen, in Dialog miteinander umzugehen, dem Ganzen eine Form zu geben, in dem jeder seine Individualität behält, aber gleichzeitig sich als gesellschaftlichen Menschen versteht. Und hier ist Kultur und Kunst ungeheuer wichtig. Hier muss sie funktionieren, wenn wir, wie es Brecht sagt, dass Kunst zwar wichtig ist, aber es kommt auf den Menschen an. Und das hat auch Otto Bangkok gesagt, der den Faschismus erlebt hat und über Zigeuner, die er kannte, die ermordet worden in Konzentrationslagern, mit ihnen sich identifizierte, sagt, es kommt auf ihn, den Menschen, an. Und genau in diesem Kontext möchte ich meine Fantasien mobilisieren und in den Dialog einzubringen, ohne Rechthaber sein zu wollen. Aber ich möchte helfen, Themen zu bestimmen und sie nicht durch irgendwelche ästhetischen, geschmäcklerischen, zeitgeistbestimmten Elementen versehen, sondern mit der Wahrheit, wie ich sie erkannt habe. Diese Glaubwürdigkeit ist nicht über große Events und groß organisierten Veranstaltungen möglich, sondern ist nur, wenn die Kultur eine Breite findet im Dialog, die kleinen Dinge den Alltag bestimmen, ein kulturelles, kultivierte Umgangsformen sich entwickeln, indem man auch sich der Kunst und der Kultur bedient in einer Form der Kommunikation, die das Leben zu einem menschenwürdigen Gestaltungsmoment führt, der uns als gesellschaftlichen Menschen darstellt.